Mensch und Schwein haben aus medizinischer Sicht ähnliche Textur. Das hier ist jedenfalls eine Niere, die nicht von einem Menschen stammt. Das muss sofort in die Gerichtsmedizin. Wenn das tatsächlich Menschenfleisch ist, dann müssen wir es rausbekommen. Wahrscheinlich dauert das ein bisschen. Ja, kannst ja gerne mal probieren. Dann geht's schneller. Sehr lustig. Also, wie gesagt, alle Kisten sofort in die Gerichtsmedizin, okay? Wir brauchen das Ergebnis so schnell wie möglich. Danke. Die Variation von der Gänseleber mit Eis auf säuerlichem Himbeergelee, Mousse-Röllchen und einem Würfel in Schokolade, der eher an Beton erinnerte, war uninspiriert und völlig übersäuert. Dafür jedoch war der Hummer auf Kalbskopf nahezu aromafrei. Kommt Ihnen das bekannt vor? Ja, klar. Der denkt, der hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber selbst zu doof, um Wasser zum Kochen zu bringen. Das ist alles gelogen. Kennen Sie Olaf van der Schmidt, den Verfasser der Kritik? Ja, flüchtig. Können Sie mir mal sagen, worum es hier geht? Ja, das können wir tun. Olaf van der Schmidt wurde vor 2 Tagen verschleppt und es gibt den Verdacht, dass Sie ihn getötet und hier in der Küche verarbeitet haben. Wie bitte? Sind Sie jetzt völlig übergeschnappt? Das ist ja totaler Blödsinn. Er wurde gestern als vermisst gemeldet. Vielleicht schauen Sie sich das hier mal an. Das Video wurde vor 2 Tagen aufgezeichnet. Ja, und? Ich sehe nichts. Ist das dann nicht Ihr Lieferwagen? Da. Da sehen Sie es. Da ist Olaf van der Schmidt. Scheiße. Ja, ehrlich. Ich habe damit nichts zu tun. Keine Ahnung, wer ihn da gekidnappt hat. Ich war es jedenfalls nicht. Ich habe vor ein paar Monaten meinen ersten Stern bekommen. Die Leute haben mir die Bude eingerannt. Jedenfalls bis zu der Kritik von diesem van der Schmidt. Gestern hat sich jemand anonym bei uns gemeldet. Er hat ausgesagt, er hätte gesehen, wie jemand was aus einem ihrer Transporter ausgeladen hätte. Und unsere Kollegen von der KTU haben Blutspuren in ihrem Lieferwagen gefunden. Sag mal, sind Sie völlig bescheuert? Wegen einer schlechten Kritik bin ich doch kein Menschen um. Was denken Sie? Schlechte Kritik belebt das Geschäft. Das lässt mich kalt wie Sushi. Sie bleiben also dabei. Sie haben Herrn van der Schmidt nicht zur Rede gestellt. Nein, ich kenne ihn nur flüchtig. Und dass Herr van der Schmidt 3 Tage vor seinem Verschwinden eine Anzeige gegen Sie wegen Beleidigung eingereicht hat, ist auch Zufall. Warten Sie ganz kurz. Ich zitiere. Scheißkerl, bla bla bla, den sollte man notschlachten. Das haben Sie nicht gesagt? Ja, mein Gott, manchmal geht's halt durch mit mir. Ich wollte ihn zur Rede stellen, wegen dem Artikel in der Zeitung. Ehrlich, ich hab den Kerl nicht angerührt. Ich hab damit nichts zu tun. Und ich sage jetzt gar nichts mehr. Ich rufe jetzt meinen Anwalt an. So sieht's aus. Das ist Ihr gutes Recht. Wir haben Zeit. Und bis dahin bleibt der Laden geschlossen. Hey. 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 Und, was hat der Koch gesagt? Dass das nicht gewesen ist. Überraschung, Überraschung. Und gibt's was Neues zu unserem Entführungsopfer? Naja, nicht wirklich. Olaf van der Schmidt, 56 Jahre alt, ledig. Die einzige Leidenschaft, die er gehabt hat, gutes Essen. Ganz ehrlich, momentan ist der einzige Verdächtige, den wir haben, Herr Uhl. Gut, ich spiele mal den Anwalt von Herrn Uhl. Also, auf diesen Aufnahmen ist mein Mandant eindeutig nicht zu erkennen. Wir bestreiten ja nicht, dass es Blutspritzer des Entführungsopfers im Wagen meines Mandanten gegeben hat, aber wir bestreiten, dass mein Mandant damit irgendetwas zu tun hat. Und der anonyme Anruf ist eben ein anonymer Anruf. Charlie, Chapeau. Genau so hat er sich angehört. Kann ich den Anruf noch mal hören? Ja, klar. Ja. Einsatzzentrale München, hallo? Hallo? Ja? Hallo, ich habe gerade den Koch, Jörg Uhl, gesehen, wie er einen großen Sack ins Restaurant geschleift hat. Es sah aus, als würde ein menschlicher Fuß rausgucken. Wie heißen Sie? Wo befinden Sie sich? Hören Sie, ich will nichts damit zu tun haben. Tschüss. Hallo? Hallo? Ja, ist wirklich ein bisschen dünn. Also, dass Herr Uhl Herrn van der Schmidt wegen diesen Kritiken getötet hat, also ist eher sehr vage. Ich weiß nicht. Er hatte ja schon ziemliche finanzielle Einbußen dadurch.
Wenn du mich fragst, so richtig unter Kontrolle hat er sich auch nicht gehabt. Das haben wir ja mitbekommen, da hast du recht. Ja, aber vielleicht ist der Ulia nicht der einzige Feind, den der Kritiker sich gemacht hat. Komm, wir checken das nochmal. Gut. Dann fahren wir nochmal zur Wohnung von Herrn van der Schmidt. Ja. Bis später. Bis später. Jo, bis später. Bis später. Der stellt seine negativen Kritiken wie Trophäen aus. Scheint ziemlich stolz drauf zu sein. Hör mal hier. Die Geschmacklosigkeit der Rinderrippchen mit Kürbispüree wurde nur noch von der Grobheit des Personals übertroffen. Wie wird man eigentlich Restaurantkritiker? Keine Ahnung. Warum? Willst du einen Job wechseln? Ja, jeden Tag umsonst essen fände ich nicht schlecht. Ich weiß nicht. Kannst wahrscheinlich niemals zweimal in einem Restaurant essen, weil du Angst haben musst, dass sie dir in die Suppe spucken. Hör dir das hier mal an. Ich weigere mich, viele Worte an dieses Etablissement zu verschwenden. Das Essen schmeckt nach Campingplatz-Imbiss. Die Kalamari hatten die Konsistenz von Fahrradschläuchen. Die Knoblauch-Aioli war schlichtweg ekelhaft und lässt einen würgen. Was machen Sie denn hier? Stammt von der Krippe und Sie sind? Uhl, Marlene Uhl. Sind Sie mit Jörg Uhl verwandt oder verheiratet? Verheiratet? Nee, ja, sobald nicht mehr. Jörg und ich, wir leben getrennt. Auf den Schreck brauche ich jetzt erstmal was zu trinken. Die noch Ehefrau des Kochs und der Kritiker? Was machen Sie hier? Ja, also ich kann den Olaf seit 2 Tagen nicht erreichen. Und ehrlich gesagt, habe ich mir Sorgen gemacht. Und darf ich fragen, was Sie hier machen? Hat Olaf was getan? Nee. Wir gehen aber davon aus, dass Herr van der Schmidt entführt wurde. Bitte? In welchem Verhältnis stehen Sie zu Herrn van der Schmidt? Also, der Olaf und ich, wir sind zusammen. Zusammen ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Wir haben eine Affäre. So kann man das nennen. Weiß jemand davon? Ich weiß es nicht. Und wenn, ist es mir auch egal. Ehrlich gesagt hoffe ich sogar, dass er es weiß. Warum? Naja, weil er vielleicht was mit der Entführung zu tun hat. Bitte? Dann ist das vielleicht sogar meine Schuld. Ehrlich gesagt habe ich mich nur mit Olaf eingelassen, um Jörg weh zu tun. Für ihn gab es nur sein Restaurant, das konnte ich ja noch hinnehmen. Aber dann hat er mich mit seiner Sous-Chefin betrogen. Und da ist für mich der Ofen aus gewesen. Wir hätten noch ein paar Fragen an Sie. Hallo. Ich habe noch einen wichtigen Termin. Tschüss. Wichtigen Termin, von wegen. Das riecht nach Ärger. Das glaube ich auch. Los. Ja, ist schwierig. Sag mal, bist du von allen guten Geistern verlassen? Wo ist Olaf? Bitte? Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Warum interessiert dich das überhaupt so sehr? Das weißt du doch, dass ich mit denen gegönnt habe. Genauso wie du dir deine kleine Köchin gönnst. Sag mal, drehst du jetzt völlig am Rad? Ich habe dich in der Zeit, in der wir uns kennen, nicht ein einziges Mal betrogen. Ich bin zwar verliebt gewesen, aber nicht blind. Ständig, Tag und Nacht, hast du mit deiner kleinen Sous-Chefin zusammengehangen. Hast heimlich mit ihr telefoniert, bezahlst sie königlich. Und erzähl mir jetzt bitte nicht, dass es nicht so ist, wie es aussieht. Hast du wirklich was mit diesem Kasper angefangen? Allerdings. Und Olaf ist kein Kasper. So, Sie beruhigen sich jetzt mal wieder ein bisschen. Beruhigen? Ich soll mich beruhigen? Zuerst werde ich beschuldigt, diesen van der Schmidt umgebracht und im Kühlschrank zwischengelagert zu haben. Dann beschuldigt mich meine Frau, dass ich was mit ihr hätte. Und zu der Anschuldige von heute früh, da haben Sie immer noch nichts zu sagen. Kann ja nicht so schwer sein, Menschenfleisch von Schweinefleisch zu unterscheiden. Kommt natürlich auf den Menschen drauf an. Ich kann ja verstehen, dass sie das aufwühlt. Aber wir sind dran, das dauert eben. Vielleicht solltest du endlich mal die Wahrheit sagen. Ja, Jörg. Vielleicht sagst du endlich mal die Wahrheit. Ah.
Beweis, dass du am Herd nichts zu suchen hast. Geh und mach das Geschirr. Seit wann bist du meine Chefin? Timo, du weißt, dass du einen Millimeter von der Kündigung entfernt bist. Warum machst du nicht einfach deinen Job? Was Sie gerade eben gesagt haben, dass Herr Uhl die Wahrheit sagen soll, was meinten Sie damit? Was ist die Wahrheit? Wollen Sie jetzt eine philosophische Diskussion mit mir führen? Nee. Mich würde eigentlich nur interessieren, ob Frau Uhl recht hat und Sie mit Herrn Uhl eine Beziehung haben. Wenn Sie wissen wollen, ob ich ihn bewundere, für einen tollen Koch und großartigen Menschen halte, dann ja. Alles andere, nein. Manchmal scheinen die Dinge anders, als sie auf den ersten Blick aussehen. Ich hoffe, Jörg sagt seiner Frau endlich die Wahrheit.